Einen wunderschönen Buongiorno, Ladies und Gentle People, beim Nerd mit dem Shirt hier auf meinem Kanal. Ja, im Augenblick bin ich etwas eingeschränkt und deswegen kommen gerade im Augenblick die Videos etwas unregelmäßiger. Eine Sache ist, meine kleine Katze Zicke musste die Gebärmutter entfernt werden und deswegen braucht sie gerade sehr viel Aufmerksamkeit. Zweites Ding ist, ich selber bin sowieso hier auch verhindert, weil ich im Augenblick, ja, noch durch Griechenland, wer mir auf Instagram folgt, hat es vielleicht mitbekommen, mein Fuß ist im Arsch. Okay. Nee, das klingt schlecht. Das klingt falsch. Also, mein Sprunggelenk ist im... Nee, das klingt auch verkehrt. Also ich habe mir die Bänder gerissen und mein Sprunggelenk auch in Mitleidenschaft geraten. Und deswegen hat der Arzt zu mir gesagt, ruhig halten, mit so einem dicken Klumpen hier rumlaufen. So kann so ein Klumpfuß aussehen. Erinnert ein bisschen an einen Schuh von einem Astronauten. Nichtsdestotrotz hatte ich heute Besuch und zwar von DHL. Die neue Loot Chest ist da und sie ist A, sehr schwer und es fühlt sich an, als ob da was ganz Weiches drin ist. Und deswegen würde ich sagen, endlich habe ich mal was um die Ohren. Let's go! Machen wir gleich mal auf und schauen dort einfach mal hinein. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ist hier auch irgendwo ein Katalog? Hier ist kein Katalog! Da ist ein Katalog. Dann schauen wir doch einfach mal nach. Hey ho, Looter! Hallo! Es wird Zeit, sich mal wieder ein gemütliches Schlafplätzchen zu suchen. Für die, denen es noch nicht aufgefallen ist, ich filme gerade aus meinem Bett. Schlafplätzchen. Danke, Loot Chest. Die besten Chancen habt ihr mit diesem T-Shirt wahrscheinlich in der Welt von World of Warcraft. Außerdem könnt ihr direkt euer eigenes Kopfkissen mitbringen und mit der Novel Collection habt ihr dazu auch eine spannende Geschichte zum Einschlafen. Nun bin ich doch mal gespannt. Grüße vom Loot Chest Team. Dann wollen wir doch mal schauen. Wir wollen uns aber allerdings nicht wieder zu sehr spoilern. Weg mit dem Katalog, reingreifen und nachschauen. Was ist das? Egal. Ach, wahrscheinlich war das hier drin eingepackt. Was haben wir denn hier? Flashbang. Im Bett sitzen und weg. Nein, nein. Kinderfreundlich bleiben. Was haben wir hier? Flashbang! Flashbang? Flashbang. Ein Schlüsselanhänger. Ein Schlüsselanhänger. Was ist denn das für ein Schlüsselanhänger? Kann der was? Also hier kann man es aufmachen. Oh! Okay. Flashbang! Ein Schlüsselanhänger Feuerzeug, das nicht funktioniert. Okay, was haben wir hier noch drin? Das erste Jahr von Robin, Band 22, der DC Comic Reihe Graphic Novel Collection. Da haben wir es nochmal stehen, das erste Jahr von Robin. Eine schöne Bettlektüre. Schauen wir dann rein.
So, was haben wir hier noch? Ein Star Wars Notizbüchlein. Dann haben wir hier ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Lions in Pride. Okay. Die Zeit, dass ich WoW gezockt habe, ist noch schon ein bisschen her. Aber es ist ein schönes neues T-Shirt. Für die Sammlung vom Nerd. Mit dem Shirt. Was haben wir noch? Süßigkeiten. Und zwar sind das Center Shock. Einmal probiert. Das ist schon ewig her. Das ist eine der ersten Lootshed-Folgen, die ich gemacht habe. Ich weiß noch genau, was mich da erwarten würde. Und was haben wir hier noch? Ein Küssen. Ein Küssen zum Küssen. Wollen wir doch mal gucken mit dem Küssen. So, was haben wir hier? Lootchest, Nintendo Entertainment System. Und zwar ein Kissen in der Form eines alten Controllers vom ersten Nintendo. Richtungsanzeige, AB-Knöpfe, Start und Select. Deswegen fühle ich das auch so weit an. So! Dann würde ich sagen, da ich mich sehr gerne davon trenne, ist erst einmal die Süßigkeit kommt zurück in die Lootchest-Box. Dann würde ich sagen, den Schlüsselanhänger von Flashbang packe ich auch wieder mit ein. Und das Notebook von Star Wars. Das packe ich euch wieder in den Karton. Und wer diese drei Sachen haben möchte, kann mich gerne anschreiben. Dem schicke ich dann dieses Paket wieder zurück. Dafür würde ich sagen, müsst ihr mir allerdings eine Frage beantworten. Und zwar geht es wieder um dieses Kissen. Wie gesagt, das ist ein alter Nintendo-Controller. Und ich würde sagen, wer das Paket haben möchte, muss mir eine Frage beantworten. Wie lautet der Universal-Cheat, den man eingeben konnte über solche Controller, um Cheats freizuschalten damals? Heutzutage hat man zum Beispiel, wenn man über PlayStation spielt, einige verschiedene Tastenkombinationen auf dem Controller. Aber damals gab es einen Universal-Cheat. Wer sich noch daran erinnert, unten in die Kommentare einmal reinschreiben. Was ihr auch da unten findet, ist das Däumchen nach oben. Würde ich mich persönlich sehr darüber freuen. Dann werde ich mich wieder für euch an ein Video setzen. Und ansonsten verabschiede ich mich wie immer von euch mit Hasta luego. Und nicht vergessen, anschauen, liken, abonnieren. Und bis dahin, macht's gut, sagt euch euer Mitch von Two Screen. So, ich lege mich so lange hin auf das Kissen und lese noch ein bisschen im Buch.